Und wir wollen quasi, und nochmal, da möchte ich auch jeden Austria-Wien-Fänger ein bisschen die Angst nehmen, nach wie vor der Austria-Wien-Historie gerecht werden. Und das, glaube ich, braucht mir keiner erklären, weil ich habe das viele Jahre hier auch als Spieler versucht zu leben. Dieser technisch gepflegte Fußball, nicht die Kugel nach vorne schießen und dann jagen wir den Ball hinten nach. Ich glaube, die sind in Austria-Wien. Wir wollen auch weder den Red Bull Salzburg noch LASK kopieren. Wir wollen unsere eigene Identität finden, weil ich bin schon der Meinung, dass wir die etwas verloren haben. Das lassen wir nicht nehmen. Also auch wenn ich mich in der Branche umhöre und frage, ja, für was steht eigentlich heute so der Austria-Wien-Fußball, dann zögern die meisten eigentlich mit einer Antwort, weil sie es nicht mehr sofort beantworten können. Und das ist ein Prozess, wo wir jetzt gemeinsam alle hinkommen wollen. Und da muss Austria-Wien funktionieren wie eine geölte Maschine. Da muss jedes Rädchen ineinander greifen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass auch die ganzen Mannschaften sich überlappend dann permanent austauschen. Wir machen es nicht quasi für mich oder für irgendwen anderen, sondern wir machen es eigentlich für die Spieler und Spielerinnen bei dem Verein. Wir wollen es denen bestmöglich am einfachsten machen, dass sie sich auch ihre Ziele und ihre Träume erfüllen können. Also wir haben einen sehr, sehr spannenden Kader, das lassen wir auch nicht nehmen, weil immer wieder auch die Frage nach dem Kader kommt, können die das? Also wir sind felsenfest davon überzeugt, und das hat sich noch, glaube ich, 3 Minuten aus unserem ersten Gespräch rauskristallisiert, die Qualität des Kaders, die ist absolut gegeben. Wir haben ein Riesenvertrauen in den Kader und wir glauben, das, was wir wollen, das lässt sich spielen, ohne dass wir dabei die Austria-Wien-DNA da verraten, sondern wir sind drauf und dran, einfach ein modernes Fußballspiel an den Tag zu legen, wo wir sagen, ah, das erkennt man dann wieder als Austria-Spiel.